Der Hitler-Imitator, den die Türkei je hervorgebracht hat. Das geht so. Hat er es oder hat er es nicht? Das Gehen, das Basketballgehen. Doch, doch, er hat's. Serdar Somuncu, Schauspieler, Autor, Kabarettist. Sie sind tolerant, aber Sie können meinen Namen noch nicht mal sagen. Was haben Sie gemacht die letzten 40 Jahre, als die Türken hier waren? Somuncu gesagt? Aber Wischnewski, das können Sie buchstabieren wahrscheinlich. Deutsche. Geboren in Istanbul, aufgewachsen in Neuss. Jetzt lebt er in Köln, würde aber lieber in Düsseldorf wohnen. Identitätsprobleme? Eher nicht. Also bis hierhin zum Beispiel bin ich Türke, von unten gesehen. Ja? Das würden Sie spüren, wenn Sie mit mir aufs Klo gehen. Aber Türken sind auch nicht Türken, sind nicht normal Türken. Mittlerweile tragen ja alle Türken Kopftuch. Ja, Sie würden mich vielleicht sofort erkennen, wenn ich ein Kopftuch tragen würde. Seit Somuncu 19 ist, hat er einen deutschen Pass und beschäftigt sich mit deutschem Kulturgut. Mit Hitlers Mein Kampf geht er auf Lesetour. Es bedurfte auch hier aus der Faust des Schicksals, um mir das Auge über diesen unerhörten Völkerbetrug zu öffnen. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen. Bis dahin denkt man, irgendwie schwul, aber dann kommt noch was. Friede, Freude, Multikulti-Eierkuchen ist nicht seine Sache. Der Mann teilt aus in alle Richtungen und will dabei die Dinge verändern. Und einmal, da waren so ein paar, die saßen in der ersten Reihe, das waren auch Landsleute von mir, Türken, ja? Die haben gesagt, Wichser! Dann habe ich 3 Stunden gelesen, bis die entnazifiziert waren. Diese Wichser! Und nachher standen die am Parkplatz so vollkommen bedient. Ich so, na? Mal ein bisschen Hitler? Gerade hatte er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Sein aktuelles Programm, der Hassprediger liest Bild. Und natürlich geht's auch um die Migranten. Scheiß Ossis. Kommen nach Deutschland, nehmen uns Türken die Arbeitsplätze weg. Wie schwer ist es, ein Deutscher zu sein? Gar nicht so schwer. Macht Spaß. Und noch mehr Spaß macht es, wenn man all die unterschiedlichen Facetten, die man noch mitgebracht hat, am Leben lässt und nicht ständig versucht, sich zu entscheiden. Das heißt, Sie sprechen auch schon von mindestens 2 Identitäten. Sind die separat oder sind die irgendwie, synthetisieren die sich so ein bisschen? Die leben parallel. Und deswegen, ihre innere Parallelgesellschaft. Ja, ich finde, das ist ja gar nicht so schlimm, eine Parallelgesellschaft zu haben. Sofern es friedlich bleibt und sich gegenseitig hin und wieder auch befruchtet. Es ist so, wie ich es eben beschrieben habe, und das ist vielleicht auch das Schwere an dem, was ich meine und vielleicht für nicht jeden zu begreifen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte auch in mir, so wie ich ein Abbild dieser Gesellschaft bin. Ich habe auch was gegen Kopftücher. Ich finde, Frauen, die sich selbst so ein Ding umschnallen, sind genauso blöd wie andere Leute, die fundamentalistisch sind, egal welcher Religionsgemeinschaft sie angehören. Aber sie sollen es dürfen, wenn sie es wollen. Ja, aber da müssten wir jetzt wirklich über den freien Willen reden. Warum wollen Sie es und wer erlaubt es Ihnen eigentlich? Wen fragt man da um Erlaubnis? Ich finde aber auch seinen Ansatz sehr gut. Also wenn er erzählt, dass er versucht, eine Ordnung in dieses ganze System zu bringen, ist es mir viel lieber, als wenn irgendwelche Nachwuchsimame in der Moschee stehen und den Dschihad ankündigen. Also es gibt so viele Facetten, die in mir auch stattfinden und in dieser Debatte gar nicht möglich machen, wo ich mich positioniere, dass ich beschlossen habe, es am Leben zu lassen und vielleicht punktuell einfach bei mir nachzufragen, was es bei mir bewirkt. Ob ich mich darüber freue beispielsweise, dass erst den Sommer über alle gesagt haben, Deutschland, Deutschland, wir sind jetzt wieder ein multikulturelles Land, Özil schießt unsere Tore, dann fahre ich 3 Wochen in den Urlaub und alle sagen wieder, hier die Türken, da sind aber die schlimmsten Ausländer. Ja. Das wollte ich Sie fragen, also der Özil-Moment war tatsächlich nur ein Moment, wir als wir alle dachten, Mensch, endlich angekommen und Türke das geht und er hatte Deutschland. Türke rettet Deutschland, aber haben wir auch wieder vergessen. Da müssen wir nochmal zurückgehen auf das, was ich eben gesagt habe. Nein. Wir haben auch eine Verantwortung für das, was wir sagen. Das müsste man, Herr Sarrazin, hätte die
Ohren schreiben. Über wir müssen wir ja damit rechnen, so dass Leute uns auch missverstehen können. Mhm. Und gerade die Bild-Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Verlag von Herrn Sarrazin hat eine massive Anti-Türken-Kampagne gefahren, die unter aller Sau war, die diesem Land überhaupt nicht steht und die wir hier auch nicht brauchen. Mhm. Und natürlich fühle ich mich dann angegriffen, obwohl ich andererseits dann auch wieder versuche zu differenzieren und mich auf diese Debatte einlasse und mich frage, was ist eigentlich wirklich wahr daran? Es gibt, in Köln gibt es ja dann noch eine andere Zeitung als die mit den großen Buchstaben. Die haben andere große Buchstaben. Da war gestern zum Beispiel so ein Aufreger, Klassenkampf in Deutz, ein berühmter Stadtteil von Köln, wo darüber diskutiert wurde, also es war wohl nicht ganz so gemeint, aber dass die Erstklässler geteilt wurden. Da gab es eine deutsch-deutsche Klasse und eine deutsch-Migrationsklasse und da haben Eltern protestiert. Das hat mich an die Geschichte mit ihrem Vater erinnert, wo das nämlich vor ein paar Jahren, als sie eingeschult worden, auch so sein sollte. Da hat Vater so mundschön gesagt, das machen wir überhaupt nicht, sehr da kommen, wir gehen einfach weg. Und das ist ein enormer Akt von Courage. Ohne Deutsch zu können, also bruchstückhaft ist er dem Direktor an den Kragen gegangen, hat gesagt, nein, wir gehen auf die deutsche Schule oder wir gehen gar nicht in die Schule. Ja. Und das ist eben auch das, was ich meine Frage ist, Serdar, meine Frage ist, könnte es heute sein, dass türkische Väter sagen, oh super oder super? Dass wir unter uns bleiben und dass wir unsere Sachen machen? Solange wir in diesen singulären Lösungsvorschlägen haften bleiben, ja. Warum gibt es keinen Islamunterricht für Deutsche? Warum gibt es keinen Türkischunterricht für Deutsche? Das ist doch Integration. Dann verstehen die Deutschen, was im Islamunterricht gesprochen wird. Dann verstehen die Deutschen, was der Nachbar spricht, wenn er Türkisch spricht. Aber diese Debatte wird immer einseitig geführt. Es wird verlangt und sehr wenig geleistet. Und solange das so ist, halte ich mich an das Beispiel meines Vaters. Ich fordere dann meine eigene deutsche Freiheit ein. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Die Frage dahinter ist ja, gibt es eine, dann doch nochmal nach der Entwicklung gefragt, gibt es gerade irgendwie einen Richtungswechsel ins eher Negative? Dass man eher bei den hier Lebenden, ich bin kein Demograf, Demagoge. Ich bin kein Zahlenwissenschaftler. Ich kann nur sagen, wie ich es empfinde. Ich habe das Gefühl, dass sich die hier lebenden türkischen Jugendlichen, wenn wir jetzt wirklich nochmal über Türken reden, weiter von ihrer originären türkischen Identität entfernen und sich eine komplett eigene basteln, die nichts mit der türkischen Identität zu tun hat, die ich aus meiner Kindheit kenne. Wir vertreten hier eine säkularisierte Türkei, auf die wir stolz sind und immer stolz waren. Ja. Die Menschen, die hier leben, vertreten eine vollkommen andere Türkei, die mit der Türkei meiner Erinnerung nichts mehr zu tun hat. Herr Zick, ist das vielleicht auch ein Missverständnis, wenn wir sagen, ja, das ist die Religion oder wir haben ja von Herrn Kocsit gehört, ja, da stehen ja auch ganz andere Sachen drin, sondern hier wird eine neue, hier bildet sich in der zweiten, dritten Generation etwas vollkommen Neues heraus, nur blöderweise gehören da zum Teil auch dumme Vorurteile Ja, es dazu. Ist das Ergebnis langjähriger Versäumnisse auch, und da muss man leider den schwarzen Peter auch den Deutschen zuschreiben, langjähriger Versäumnisse in der Integrationspolitik. Beispielsweise hätte man diese Menschen, die hier hingekommen sind, einladen zu können, zu partizipieren an deutscher politischer Realität. Stattdessen sind wir verschimmelt in Ausländerbeiräten. Wenn wir Deutscher werden mussten, mussten wir uns begründen, obwohl wir hier seit 20, 25 Jahren leben, unsere Steuern gezahlt haben. Was passiert ist, ist die Umkehr dessen. Die Leute haben angefangen, sich abzuwenden und als einziges Identifikationsmoment die Religion entdeckt. Und das ist schrecklich. Weil die Angebote, ich meine, es gibt ja Angebote, weil die schlecht sind oder weil sie zu spät kamen? Weil sich die Angebote machen, selten bis zum heutigen Tage wirklich interessiert haben für die Menschen. Das waren Taktiken, das waren Strategien, die am Reißbrett entwickelt wurden, aber wirklich dorthin zu gehen, mit den Menschen zu reden und zu fragen, was sind denn eure Probleme? Warum wollt ihr Muslime untereinander bleiben? Warum lernt ihr nicht Deutsch? Das habe ich beispielsweise gefragt in Berlin im Altersheim. Ich habe gesagt, ihr lebt seit 40 Jahren hier. Ihr könnt die Zahlen auf dem Geldschein lesen, aber ihr könnt keinen deutschen Satz sprechen. Das ist peinlich. Lernt Deutsch verdammt nochmal. Ist nicht passiert. Und diese Schuldzuweisungsdebatte, die jetzt wieder kommt, eben ihr macht es nicht, wir haben es euch angeboten, ist mir zu einseitig. Jeder muss in diesem Kontext eigentlich mit dem anderen reden und sich vor allen Dingen für ihn interessieren. Herr Zick, dann geben Sie uns doch mal Zahlen dazu, Wissenschaft. Was wollen Sie für Zahlen haben? Erkenntnisse über Gruppen jetzt bitte ein, ich möchte in dieser Runde ein Vorurteil bitte nicht diskutieren. Und das ist das Vorurteil, dass man jede Zahl drehen kann. Also es gibt auch noch die seriöse Wissenschaft. Nein, das müssen wir wirklich mal, was wir auch nicht haben, gerade in der Debatte, ist mal das ernst zu nehmen, was auf dem Tisch liegt. Wir haben ein Integrationsbarometer nach langer Zeit. Das Ministerium haben wir noch nicht, das Barometer haben wir. Und da sind hochkarätige Kollegen in diesem Barometer beschäftigt. Das Barometer sagt, insbesondere die Jugend, es entwickelt sich etwas Positives. Wir haben auf der Werteebene der 15- bis 25-jährigen Jugendlichen keine Unterschiede mehr in irgendeinem Ethnischen. Wir haben
Allerdings auch, und das vergessen wir in der Debatte, ich möchte mal raus aus dieser ganzen Schulddebatte. Wir haben eine Debatte, da sind die Deutschen, da sind die Ausländer, da sind die Muslime, da ist der Islam und so weiter. Und das verknüpfen wir jetzt mit einer Beschuldungsdebatte. Die Minderheiten versuchen zu beweisen irgendwie, dass sie gar nicht so schlecht sind. Ja? Die Deutschen oder Biodeutschen, wie es bei den Grünen heißt, versuchen zu beweisen, dass sie keine Rassisten sind. Das ist ein Schluss aus Feierabend. Mhm. Also jetzt mal die Zahlen auf den Tisch. Die Zahlen sehen nicht schlecht aus, aber was die Zahlen auch zeigen in der gesellschaftlichen Entwicklung ist eins, was wir nicht überblicken dürfen. Wir haben auf der einen Seite die Frage von sozialem Zusammenhalt, Kohäsion, die die Jugendlichen umtreibt. Wie werde ich hier Mitglied von Gesellschaft? Wie werde ich ein gutes Mitglied? Und dann merken sie gleichzeitig, dass wir eine hochgradige Trennung in der Gesellschaft haben und eine Individualisierung. Das heißt, kann es nicht sein, dass die Probleme gerade so furchtbar polarisieren und auch jemand mit einem rechtspopulistischen Buch furchtbar viel Gewinne machen kann, weil die Gesellschaft auseinandertreibt, weil wir eine riesige Spaltung in der Gesellschaft haben und weil jeder guckt, dass er irgendwie durchkommt. Mhm. Und in dem Moment setzt die Debatte über die Leistung ein, über die genetisch vorbestimmte Leistung. Also das ist so. Und eins will ich auch noch sagen, darüber müssen wir irgendwann auch noch mal reden. Wir reden die ganze Zeit über die Sichtweise, die Perspektive von Menschen mit einem Migrationshintergrund, den wahrscheinlich in Deutschland alle haben, fast 99%, schätze ich mal, aber egal. Wichtig ist natürlich auch zu konstatieren, wir haben massiv Vorurteile und wir haben eine massive Menschenfeindlichkeit in der Gesellschaft und wir haben ungefähr 20% an Menschen, die sagen, Muslim, Islam passt überhaupt nicht, egal was die machen. Mhm. Die können sich noch so bilden, die können die Werte übernehmen, aber es passt schlichtweg nicht. Ich habe ja bei Ihnen gelernt, dass es, also nachdem ich Herrn Kurtschid zitieren konnte, ein Viertel aller in Österreich lebenden Muslime halten Demokratie und den Glauben für unvereinbar. Das ist ziemlich genauso viele, nämlich 25-30%, schätzen Sie sozusagen als rechtspopulistisch ansprechbar unter den, sagen wir mal, Deutschen ein. Ist das einfach sozusagen ein Satz, mit dem man sich auseinandersetzt? Muss, den gibt es immer und das sind Leute, nee. die da für die Demokratie eigentlich verloren sind? Nee, es ist nicht ein fester Satz, auch die Diskussion, man wird immer gefragt, wie viel sind es denn jetzt? Ja. Und dann sage ich 19,4378 oder ich sage beim nächsten Mal 25,679 sowieso. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir ein stabil im Rechtspopulismus so ungefähr 20% haben. Jetzt muss man sagen, was ist das denn eigentlich? Mhm. Was ist das? Das ist nämlich das, was wir hier in der Diskussion haben. Rechtspopulismus heißt erstens, ich kann Probleme mit Gehorsam, mit Gesetzeseinhaltung, mit einem schärferen Vorgehen gegen Außenseiter regeln. Mhm. Also ein Autoritarismus, der in Deutschland hoch verbreitet ist. Mhm. Zweitens gehört dazu ein Grundsatz an antisemitischen Mentalitäten und eine Haltung, eine abwehrende Haltung gegenüber Zuwanderern. Also wir müssen ja sehen, dass das ja eine Zuwanderungsdebatte ist, die wir in Europa gerade führen. Und dieser aus, ja. Ich würde schätzen, es sind so 20%, interessanterweise ist genau das, was proklamiert wurde, als auch der Satz, der die Sarrazin-Partei bilden kann. Und diese Bewegung ist aber in Europa sehr stark. Sie dominiert die Diskussion. Gut, das mit der Sarrazin-Partei ist Käse. Horst Schlemmer hat auch 18% bekommen. Ja, ja. Also ja, die FDP auch. Deswegen ist er noch lange nicht Bundeskanzler. Nee, nee, wir identifizieren schon, es ist nicht die ewig gestrigen 10%. Es sind schon so um die 20%, die sehr klar eine rechtspopulistische Meinung haben und die in so einer Diskussion im Übrigen bei der Migration dann nach Law and Order schreien. Also härter durchgreifen, Forderungen stellen und so weiter, sodass sie dann, wenn die Kanzlerin, wenn wir nämlich nicht aufhören. Es wird steigen, das wird nicht bei den 20% bleiben. Wenn die Kanzlerin gestern in der FAZ vorschlägt, im großen Interview, wo sie auch nochmal gesagt hat, warum sie dieses Buch, über das wir nicht reden, auch nicht gelesen hat und das auch nicht für nötig hält, sagt, gegenüber Integrationsunwilligen muss Strenge angewendet werden. Ist das richtig? Ja, was heißt das denn jetzt eigentlich? Also ich will es mal runterbrechen und ich möchte mal die Frage stellen, was sind denn unsere Integrationsindikatoren? Also wann sagen wir, ist jemand integriert? Wir können jetzt sagen, okay, strenge Sprache sprechen. Offensichtlich hilft das überhaupt nicht. Zwar zeigen alle Studien vollkommen klar, dass Sprache erstmal mir die Kompetenz vermittelt und so weiter. Aber es geht ja bei der Integration um die Frage der Teilhabe.
Wie mache ich denn das jetzt mit der Strafe? Politische Teilhabe. Wenn ich wählen gehe, muss dann also ein paar Euro bezahlen. Mhm. Wir müssen uns wieder zusammensetzen. Wir müssen nochmal darüber reden. Was sind eigentlich unsere Kriterien? Das kann übrigens jede Zuschauerin und jeder Zuschauer. Kann sich die Frage heute stellen, was meine ich denn, wann jemand integriert ist? Mhm.